Das Warten lohnt sich, versuchen kann man es ja mal. Hallo Internet, das fragwürdig schönste Thema dieses Jahr war ja zweifellos die Lootbox und der nette Shitstorm gegen EA, aber letztendlich dreht es sich doch wieder nur ums Geld. Und darum geht es auch heute indirekt, in der ich einfach mal 8 subjektive Gründe zusammengefasst habe, warum es sich lohnen kann, nach dem Release eines Spiels geduldig zu bleiben und später zuzuschlagen. Fangen wir also direkt an mit erstens dem Fehlkauf. Sofern der Publisher seine Hand darüber gehalten hat, dass man Spiele vor einem Release nicht mehr testen kann und nur noch Marketingmaterial sieht, besteht eine gewisse Chance, dass es nicht so gut ist wie erwartet. Kombiniert man das noch mit einem gewissen Hype oder mit anderen Nachrichten rund um eine Firma, oh mein Sky, dann besteht eine gewisse Chance, dass man sich für 50 Euro oder mehr mit einem Rohrkrepierer dann zufrieden geben muss und dann eben voll frustriert ist. Das passiert einfach dann nicht, wenn man abwartet und die Fachpresse macht ihren Job oder man schaut in aller Ruhe später einfach ein paar Gameplay-Videos und damit hat sich die Sache. Zweitens, die Hardware. Spiele werden ja laufend besser und haben höhere Hardware-Anforderungen. Und die meisten Titel haben trotz der Konsolenverwandtschaft immer noch eine Reihe von Einstellungsmöglichkeiten bei der Grafik. Und so kann man sich dann seinen zukünftigen Lieblingstitel dann einfach Jahre später in der höchsten Auflösung gönnen, wenn man sich einen neuen günstigen Rechner geholt hat und man nicht mehr mit der Minimalausstattung leben muss. Und für alle, die jetzt mit einer Bambusmaschine klarkommen müssen und kein Geld haben, ich kann euch beruhigen. Qualitativ sind viele gute Spiele vor 5 oder 10 Jahren genauso toll wie das meiste heute. Drittens, Early Access. Das Lieblingsthema so mancher Spieleentwickler hat dazu geführt, dass viele Leute sich einen eigentlich interessanten Titel schon viel zu früh anschauen und dann in seiner bescheidenen Rohform durchspielen und später, wenn neue Features dazugekommen sind, ihn einfach links liegen lassen. Man muss jetzt wirklich nicht jedes vielversprechende Spiel sofort in seiner brutal unzugänglichen Pre-Alpha-Version durchspielen. Man kann es ja antesten, beiseite legen oder gleich erst später kaufen, wenn das Spiel fertig ist oder aufgegeben wurde. Viertens, die Patches. Im Zeitalter der DSL-Verbindung sind auch Patches von mehreren Gigabytes Alltag und so mancher freche Entwickler kippt einen eigentlichen soliden Titel voller Bugs direkt in den Verkauf, weil das Weihnachtsgeschäft zu verlockend wäre und der Publisher einem geifernd im Nacken sitzt und endlich Kohle sehen will. Spiele wie Gothic 3 oder Batman Arkham Origins oder Assassin's Creed Unity haben traurige Berühmtheit dadurch erlangt, dass sie kurz nach Veröffentlichung für den PC eine Zumutung für den Käufer waren, wo man Wochen oder Monate warten musste, dass nachgebessert wird. Schlau sind dann diejenigen, die das Ganze fertig gepatcht zum ersten Mal sehen und die Vietnam-Flashbacks der Erstkäufer gar nicht verstehen können, weil bei ihnen eben alles super läuft. Fünftens, die Modding-Szene. Gewisse Titel haben sie noch, nämlich eine umfangreiche Modding-Community, die kostenfrei zusätzliche Inhalte zur Verfügung stellt. Das Einzige, was diese Engel des Internets wirklich brauchen, das ist das eine oder andere Lob, etwas Wasser und vor allem Zeit. Je nachdem, wie gut der Hersteller seine hobbymäßigen Mitentwickler unterstützt hat, hat man nach einem Jahr eine breite Auswahl an Mods, die Spielzeit deutlich nach oben schrauben oder die erste Erfahrung mit dem Titel völlig neu gestalten können. Die Franchises aus der The Elder Scrolls-Reihe oder Grand Theft Auto, Arma oder Fallout leben geradezu davon und wer ein älteres Spiel mit einer aktiven Modding-Community sieht, kann auch besser abschätzen, ob der ganze Spaß dann auch seinen Preis wert ist. Wo wir auch schon sicherlich zweifelsfrei beim wichtigsten Punkt sind, nämlich sechstens der Preis. Wenige Dinge im Leben verlieren so schnell an Wert wie Computerspiele, denn der Markt, der Konkurrenzkampf ist brutal und gnadenlos. Täglich werden auf Steam mindestens ein Dutzend neuer Spiele veröffentlicht und wenn es nicht gerade Ausnahmen wie GTA 5 oder The Sims sind, dann kann man schon fast die Uhr danach stellen, dass das Spiel einige Wochen oder Monate später für die Hälfte zu haben ist. Man könnte jetzt vielleicht Mitleid mit der Industrie bekommen, aber tatsächlich, nach eigenen Informationen von Valve, gehen die Umsätze bei Rabattaktionen wie dem Steam Sale wohl teilweise durch die Decke, wenn man etwa 50 oder 75% sparen kann und dann einfach 3000% mehr verkauft wird. Dann lohnt sich das wohl schon. Und ist es nebenbei auch ein deutlicher Beweis dafür, dass viele Leute auf diese Gelegenheit warten und die Geduld mitbringen, die man ebenso braucht. Aber auch neben dem Steam Sale gibt es viele günstige Anlaufstellen wie GOG, die Key Reseller oder auch Amazon selbst, bei der das eine oder andere Schnäppchen zu holen ist.
Siebtens, die DLCs. Inzwischen ja fester Bestandteil bei den meisten Titeln, steht häufig der Verdacht im Raum, dass ein DLC schon von Anfang an im Spiel drin ist, später aber für den Verkauf wieder entfernt wird, nur um ihn dann in einem halben Jahr wieder in den Titel reinzuschieben und die erste Wiederbelebung zu starten. Eine grundsätzliche Regel lautet daher, je mehr DLCs ein Spiel hat, desto größer sind die Preisersparnisse später. Wenn zum Beispiel ein Bundle geschnürt wird oder aber die ganzen Extrainhalte zum Hauptspiel dazugepackt werden und gleichzeitig eine Preissenkung entgegenkommt. Außerdem waren DLCs und Add-ons schon immer ein beliebtes Mittel der Industrie, um auch den unentschlossenen Kunden zum Kauf zu bewegen. Und wer hier geschickt zugreift, der kann eben die ganze Deluxe Edition mit dem Season Pass und dem Rip-Off DLC günstig kriegen. Manche Titel wie Crusader Kings 2 übertreiben es vielleicht ein wenig, aber genauso wie beim Thema Modding kann man so Jahre später Bundles mit einer Vielzahl offizieller Erweiterungen einfach abgreifen und dabei noch kräftig sparen. Achtens, Informationen zum Spiel. Wer direkt nach Release gleich in sein neues Lieblings-RPG einsteigt und dort rumtüftelt, kommt vielleicht irgendwann zu einem Punkt, wo er nicht mehr weiterkommt. Gut ist dann, wenn es zu diesem Zeitpunkt schon Hilfe gäbe. Und die gibt es dann meistens noch nicht. Aber erst später. Ähnlich wie bei Modding gibt es nämlich eine Reihe von hilfsbereiten Menschen da draußen, die ihre wertvolle Freizeit opfern, dass wir in dicken Wiki-Artikeln rumstöbern können oder tolle Videotutorials sehen. Und manchmal reicht auch vielleicht auch schon ein einfacher Gameplay-Walkthrough und dann kann jeder auch für sich selbst entscheiden, wie viel Hilfe er in Anspruch nehmen will, wenn offene Fragen dort sind. So, damit sind wir auch schon fertig, theoretisch. Man kann jetzt noch mehr kleine Gründe ins Feld führen, die aber allesamt eher so mau sind. Beispielsweise will man aus Prinzip keine neumodischen Titel mit Microtransactions unterstützen, ganz gewiss auch keine Lootboxen und man kauft lieber einmal und hat dann. Oder man will dem Serverchaos entgehen, was einige Titel nach Release haben. Oder man will mit seinem Kumpel einfach mal ein, zwei Abende was Neues ausprobieren und dann bieten sich eben ältere Spiele dafür geradezu. Und natürlich muss ich das jetzt fairerweise noch dazu sagen, es spricht auch einiges gegen einen späten Kauf. Beispielsweise sind einige Titel vom Multiplayer so ausgelegt, dass sie ein Jahr danach schon fast tot sind und nur noch eine harte Gruppe dort mit oder gegeneinander spielt. Und ja, ich gucke jetzt euch an, Ubisoft, also hier For Honor und The Division, ne? Also, das mag aber natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Ich plädiere jedenfalls gerne dafür, dass man auch älteren Titeln eine Chance gibt und dann von den ganzen tollen Vorteilen profitiert, wenn abseits des Aktuellen einfach mal bewusst etwas gespielt wird und man sich dafür Zeit nehmen kann und Spaß hat. Übrigens, wer dazu die richtige Community sucht, dem kann ich auf Reddit wärmstens die Patient Gamer ans Herz legen. Da wird man nämlich nicht dafür direkt gegeißelt, wenn man Diablo 3 5 Jahre nach dem Release für sich entdeckt und seine Freude mit den anderen teilen will. In diesem Sinne, danke euch fürs Zuschauen, ein Abonnement wäre sehr nett und ich wünsche euch damit noch einen schönen Tag. Macht's gut, ciao. Billig Outro. In der Hoffnung, dass meine treuen Zuschauer anderen von mir erzählen.